Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es einen Gassi-Talk. Und zwar muss ich mal sagen, wie toll mein Hund einfach ist. Ich bin jetzt hier gerade Gassi und es scheint die Sonne, aber es ist echt, ich glaube, minus 3 Grad. Und ja, für uns ist im Moment ein ganz neuer Alltag, weil meine beiden Eltern nicht da sind. Die sind in Urlaub in Ägypten, auf Ägypten, wie auch immer. Und ja, genau. Und ja, für mich und Luna gibt es einen ganz neuen Alltag. Und den möchte ich euch heute so ein bisschen sagen. Und wie stolz ich auf meinen kleinen Hund bin. Und zwar hat Luna und zwar ist es so, dass meine Oma jetzt bei uns schläft, weil meine Oma hatte eine relativ kleine Wohnung. Und Luna ist ja dieses große Haus gewohnt. Und ja, genau. Es heißt, dass sie diese kleine Wohnung nicht so mag. Und ich habe halt einfach dort wenig Platz. Und meine Oma wohnt aber im gleichen Dorf wie wir. Also im Stadtteil beziehungsweise. Und deshalb ist es eigentlich kein Problem. Ja. Aber ja, so und ja, also es gestaltet sich dann so, dass meine Oma auf jeden Fall da schläft und ich gehe morgens ganz normal, ohne meine Oma zu wecken, in die Schule. Eine Freundin, ihre Mama, nimmt mich dann auch immer mit, dass ich da nicht laufen muss. Und dann geht meine Oma morgens immer mit Luna Gassi, meine Oma. Geht auch nie mit einer Leine Gassi. Ihr wisst ja, dass wir direkt am Feld wohnen und ja, das halt da nicht so das Problem ist. Und ich muss sagen, Luna hört so gut auf meine Oma. Ich bin so stolz. Wirklich, also meine Oma ist so unkonsequent und alles. Aber ich habe das Gefühl, dass Luna das einfach absolut spürt. Und dass meine Oma jetzt nicht so durchsetzungsstark ist und halt auch das nicht kann. Natürlich sollte man jetzt sollte meine Oma sich niemals einen Hund holen, aber ich denke, so als Mitrudel und Miterfasser ist das eigentlich ganz gut. Und sie geht dann morgens mit ihr eine kleine Runde. Auch absolut frei. Luna, hör auf. Und dann frühstückt sie und dann fährt sie zu sich nach Hause mit Luna. Und ja, da müssen viele, viele Straßen und viele sehr, sehr befahrene Straßen überquert werden. Meine Oma fährt dann auch immer mit dem Fahrrad und es ist ja so, dass Luna sehr stark am Fahrrad zieht, wirklich sehr stark und ich habe mir da wirklich sehr Sorgen gemacht und an den Straßen muss meine Oma Luna an die Leine nehmen, weil das ist einfach zu gefährlich und das traue ich mir nicht mal zu und Luna hört ja wirklich aufs Wort bei so Trottwar, Stopp und Sitz und bla, aber das traue ich mir nicht mal zu, weil wenn ich da halt einfach einmal einen Fehler mache, ist sie halt weg. Und das muss man ja nicht riskieren. Und deswegen muss sie dort halt an die Leine. Und ja, aber ich muss sagen, dass meine Oma das wirklich sehr gut macht. Und sie meinte, das ist so wie im Bilderbuch gelaufen und hat wirklich so gut auf sie gehört. Es war einfach toll. Sie hat nicht gezogen, aus welchem Grund auch immer. Ich kann ihr das nicht mal abgewöhnen. Bei meiner Oma zieht sie anscheinend überhaupt nicht im Fahrrad, läuft wie ein Bilderbuchgeschichte neben ihr. Und ja, jetzt, dann bis ich gekommen bin, hat sie mir Mittagessen gemacht und ist noch mal eine kleine Runde mit Luna gegangen, weil meine Oma nicht so weit gehen kann. Aber ja, meine Oma wohnt auch direkt am Feld. Sie wohnt genau am anderen Ende von dem Stadtteil. Ja, deshalb muss man da auch einiges fahren, aber dann bin ich heute Mittag zu ihr, bin ich an der Bushaltestelle früher ausgestiegen und ja, ich war so erleichtert, dass Luna das so gut mit ihr mitgemacht hat, dass sie wirklich so gut auf meine Oma hört, dass sie so gut am Fahrrad laufen kann. Das ist wirklich einfach toll. Das haben wir noch nie gemacht und meine Oma ist dann auch, kann dann auch mit ihr eine große Runde mit dem Fahrrad fahren und das ist halt einfach toll, weil ihr müsst euch mal vorstellen, ihr gebt euren Hund zu einer Person, die ihr wisst, wenn die halt vom Fahrrad fällt, ist halt echt scheiße.
Und wir haben dann meine Oma halt wirklich ganz lange gepredigt, wenn Luna zieht, wenn irgendwas ist, lass sie los. Und wenn Luna dann merkt, dass losgelassen wird, dann bleibt sie auch stehen. Und es ist halt einfach toll, dass Luna das alles so gut mitmacht. Und ich bin halt einfach so stolz auf sie, dass ich das gar nicht sagen kann. Ja, genau. Und ja, dieser Hund ist einfach perfekt für uns. Luna! Luna! Luna, wo ist er? Luna! Luna, schau! Luna! Ja, genau. Und das ist jetzt halt so für eine Woche, wie ich das jetzt euch gerade eben beschrieben habe. Und ja. Ah, Luna! Und jetzt laufe ich halt auch noch mal eine etwas größere Runde, jetzt aber auch keine große Runde, weil es jetzt einfach auch hierher gefahren ist mit dem Fahrrad. Jetzt fahren wir wieder zu mir zurück, weil ich halt einfach nicht bei meiner Oma schlafen kann. Und dann fahren wir wieder zurück. Dann fahren wir kurz zum Edeka. Fahren wir noch mal kurz zur Apotheke, weil wir so komisch Augentropfen für sie brauchen. Weil sie so leicht austränendes Auge hat und ja, so leicht eiterndes, brauchen wir noch Augentropfen und ja, und bis dahin sollte sie kaputt sein. Und dann will ich halt abends nochmal eine etwas größere Runde laufen, aber auch nichts Weltbewegendes und dann ist es auch absolut okay. Und ja, das freut mich halt einfach, dass ich so viel mit ihr, dass es halt so gut klappt. Also das ist ja auch echt nicht selbstverständlich, wenn das jetzt irgendwie hätte nicht geklappt, dass meine Oma irgendwie die ganze Zeit hinterhergezogen werden würde oder so. Das hätte ich meiner Oma nicht zugetraut. Da hätte Luna halt jeden Tag etwas länger daheim allein bleiben müssen. Und ja, das wäre halt nicht so toll gewesen für sie. Und ja, jetzt ist es halt echt ganz toll. Es ist auch echt abartig kalt. Und genau, es ist eigentlich ganz schönes Wetter, es scheint die Sonne, aber es ist trotzdem richtig kalt. Oh, Leute, es ist richtig kalt. Meine Hände frieren abartig ab. Was macht denn mein Hund? Oh Mann. Komm. Und ich weiß nur, dass meine Oma im Sommer oder wann halt die Nusszeitsaison ist, dass meine Oma da gesagt hat, ja, was hat sie denn da gesagt? Ja, da war sie nämlich Nuss sammeln und da habe ich sie beim Gassigehen getroffen. Und dann habe ich gesagt, Oma, warum hast du Luna nicht mitgenommen? Und dann hat sie gesagt, ja, weil ich weiß ja nicht mit Luna und vielleicht hört sie auch nicht auf mich. Ich weiß nicht, was ihre Ängste waren, aber auf jeden Fall hatte sie da anscheinend ein bisschen Angst. Und ja, jetzt hat sie sich getraut und hat auch keine Angst mehr anscheinend. Und sie merkt auch, sie kriegt doch absolut die Unterstützung von Luna, dass es halt einfach klappt. Und es ist sehr toll. Also so einen Hund muss man erstmal hinbekommen. Ich bin da echt sehr stolz auf sie. Und ja, genau. Also Daumen hoch für Luna. So. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und so ein kleiner Gassi-Talk gefällt euch auch mal wieder. Ich möchte mal wieder öfter welche machen. Gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss, bis zum nächsten Video.